schön, es reicht. Wir wollen nicht überziehen. Herr Baldo, Herr Baldo. Herr Baldo. Ja. Was ist denn los? Herr Baldo, Herr Baldo, kannst du vielleicht ein bisschen behilflich sein? Ich komme hier nicht durch, Mensch. Was machen Sie denn da? Ja, ich will auftreten, aber ich kann nicht. Ich komme mit dem Sissi-Kleid hier nicht da durch. Hängen Sie fest, ja? Ruhe, ich hänge. Hoffentlich bewegen Sie bald bei Ihren Astralkörper in meine Richtung. Soll ich Sie hängen lassen? Ne? Ne? Nee, kann ich nicht machen. Nein, Frau Verdehn, gucken Sie mich nicht so an, sonst gehe ich gleich wieder weg. Wen werden Sie mich so angucken? Gucken Sie mich lieb und nett an, dann komme ich. Ich werde einen Teufel tun. Bei Fuß. In dem Outfit hier hat man ein bisschen Autorität, mein lieber Herr Baldo. Vielen lieben Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist alles nicht wahr. Vielen Dank. Wissen Sie, es ist ja, ach, guten Abend übrigens, entschuldigen Sie, ich habe Sie noch gar nicht begrüßt zu Hause. Es ist ja, ich habe Sie noch nicht begrüßt, guten Abend, ne? Ja. Es ist ja so, Frau von Sinn handelt ja auch immer nach dem Motto, eine schöne Frau kann nichts entstellen. Das haben wir heute auch wieder gesehen. So charmant, heute Abend, Hugo, so charmant, ja, vielen lieben Dank. Ja, ich bin heute Abend sozusagen die Rachegöttin, ja, so die Rachegöttin, ja, für die Sendung mit der Edith. Sie erinnern sich doch vielleicht an unsere letzte Sendung mit Edith Hanke. Ja, es war sehr schön. Wie Sie mit der Edith das Schwampfspiel gemacht haben. Ja, das war auch sehr schön, ja. Wie Sie sie fast zur Verzweiflung gebracht haben. Ja, das war noch schöner. Ja. Und da habe ich Ihnen doch angedroht, ich würde mir einen Schwampf ausdenken. Ja, richtig, ja. Und dieses Schwampf würden Sie nicht bestehen. Haben Sie gesagt. Und das werde ich heute Abend wahr machen, ist meine Frau Egon. Jawohl. Haben Sie, sie kennen ja das Spiel Schwampf. Natürlich. Auf die erste Frage, die ich Sie frage, müssen Sie mit Schwampf antworten. Ja, weiß ich. Auf die zweite Frage, die ich Sie frage, müssen Sie mit der Antwort antworten, die Sie eigentlich auf die erste Frage hätten geben müssen. Ich weiß das alles, müssen Sie mir nicht erklären, ich mach's ja immer, ne? Gut, dann spielen wir jetzt also Schwampf. Überhaupt kein Problem. Hugo, ja. Sind Sie bereit? Sicher. Verloren. Wieso? Sie hätten mit Schwampf antworten müssen. Ja. Das kann ja heiter werden, ne? Wenn Sie schon so anfangen, nicht? So, und jetzt freue ich mich besonders auf unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Gerd Vestermann! Ja. Hallo? 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 Danke. Also, jetzt guckt ihr diese Frau genau an, nicht? Ja. Das wird sowas heute, nicht? Ich hoffe, die Sendung wird nicht so diabolisch, wie ich aussehe. Mein lieber Gerd, begib dich doch bitte auf die Tochter. Findest du sie? Findest du sie? Ist ganz toll ja, aus. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Wie die Mutter von Nina Hagen. Die sieht doch auch so gut aus. So, wir gehen mal. Das Mutter, das habe ich jetzt. Ja, du gehen Sie mal rauf, ja. Pass mal auf, Gerd, was jetzt kommt. Ja. Wir müssen der Dame jetzt in die Erdbeere helfen. Schatz, darf ich dich schon mal vielleicht hier die... Also, pass auf, was jetzt kommt. Das wird ja, Hugo Egon, wenn Sie vielleicht das geht. Die Schleppe. Die Schleppe, ja? Ja, pass du mal auf, dass er nicht nach vorne knallt. Ja, wenn du aufpasst, dass ich nicht nach vorne... Ja? Ja, Moment. Kommen Sie, Moment. Kommen Sie rein. Ich hab es gleich. Ich hab es. Haben Sie es? Haben Sie es? Ja, Moment. Mein Jott, sie sitzt. Wie sieht es aus? Toll. Es ist ein Wahnsinn. Ja, nimm bitte Platz. Wo soll ich? In die Mitte. In die Mitte. Vielen lieben Dank. Jetzt können wir endlich anfangen. Das ist, der ist ein bisschen ungemütlich. Du kippst immer nach vorne dann. Nee, mir geht's gut. Dir geht's gut. Mhm. Links steht was zu trinken, Gerd. Wir haben wieder nichts gespart. Wasser ist vorhanden. Ganz toll. Es geht um Torten. Mein lieber Gerd, würdest du etwas ausmachen, mir auch etwas einzuschenken? Ich bin so ein bisschen. Wie soll ich mich ausdrücken? Unbeholfen, ne? Ja, ist ja nichts Neues. War gerade dabei. Ja. Nein, die reizen. Vielen lieben Dank. Ich sage Prösterchen. Prösterchen, Frau von Sinn. Prösterchen. So, Gerd, bevor wir uns ein bisschen näher mit dir beschäftigen, wollen wir gleich in Medias Res gehen. Es geht um Torten, die wir eventuell am Schluss ins Gesicht kriegen. Prima. Ach so, findest du, ja? Naja, geht ja schon gut los. Ja, gut. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Welches Tier versteckt sich hier? Es geht heute um prominente Zeitgenossen. Frau von Sinn gibt mal ein Beispiel. Ja, ich gebe direkt ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir nämlich heute, sonst machen wir immer, welches Tier versteckt sich hier und haben alles Mögliche. Heute haben wir nur Namen von Prominenten. Ja. Zum Beispiel in den Namen Charles de Gaulle versteckt sich der Gaul. Ne? De Gaulle. Charles de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Ne, ist klar, ne? Und jetzt fängt der Hugo Egon an und sagt dir den Namen einer berühmten Sängerin, die wir im Übrigen auch schon zu Gast hatten. Und du musst jetzt raten, was für ein Tier sich in den Namen versteckt. Genau, fünf Namen haben wir. Wenn du drei richtig machst, ist unsere erste Torte fällig. Joy Fleming.
Teufel. Welches Tier versteckt sich in Joel Fleming? Eufel. Sind Sie auch alle ruhig? Wissen Sie auch nicht? Eufel. Ja? Ja, ist nicht so ein bekanntes Tier. Fleming. Ein Lemming. Lemming? Ein Lemming. Richtig, Lemming. Ein Lemming. Richtig, jawohl. Das sind Tiere, die oben immer runterhopfen. Ja. Diese selbstmordgefährdete Nager, nicht? Jetzt mal was Leichtes. Erstmal was Leichtes. Jetzt, erstmal, ja, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich sage zu dir Annemarie Renger. Sternberger Renge. Nee, kann man die umtauschen? Was? Renger? Renger. Annemarie Renger. Danke, ja. Bis nett. Gut. Ren. Ein Ren. Das ist aber gemein. Dann ist wieder unser Publikum, auf das ist verlassen. Hören Sie mal auf hier, ja? Ren war richtig. Ja. Dritter Punkt, ja. Renger. Ich bin dran. Jupp Derwall. Jupp Derwall. Was? Derwall. Derwall, richtig, das ist nur ganz leicht. Also da. 3:0. Jetzt haben wir direkt noch einen Wahl, nämlich den Otto Walkes. Das ist ein Aal drin, ja. Das ist richtig. Richtig, 4:0 für Gerd. So, einen hätten wir noch. Ich habe noch einen schönen Namen, Barbara Valentin. Welches Tier versteckt sich in Barbara Valentin? Ein Salonlöwin. Wenn man sie sieht. Fallen Barbara. Eine Barbe? Eine Barbe? Ja, die berühmte ostfriesische Barbe. Ja, nee, die ist aber ausgestorben. Doch, die gibt's auch noch, Barbe. Das ist eine Art Fisch, ne? Barbe? Ne? Ist das kein Fisch? Nee, Barbe ist doch ein Sänger. Barbara. Ara. Barbara. Ja, ich habe es schon gehört. Ein Ara. Ja. Ein Ara. Ein Ara, sehr gut. Korrekt. Jawohl. Kreuzverbrechen. Genau. Also, das kann ja heiter werden. Das sind glatte 5 Punkte, Gerd. Damit dürfen wir unsere erste Torte bieten. Bitte schön. Gleich geht's weiter. Ja. Gerd, erstmal schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich dass auch. Dass du die Zeit hattest, zu uns zu kommen. Ja, ich finde das schön, ihr seid so richtig albern. So kann man ja eigentlich kaum sein im Fernsehen. Nicht so nee, ist selten, nicht? Das ist wirklich selten. So richtig, eigentlich blödeln. Ich finde, der Frankenfeld hat was Gutes gesagt. Er hat gesagt, besser 10-mal albern als einmal ernst. Das stimmt. Also ihr seid richtig drauf. Ja, danke schön. Nun wollen wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen in dieser Sendung, nicht wahr? Das ist ja auch unter anderem eine kulturelle Sendung, die ist wir hier... Ist nicht wahr, da hast du es mir noch entgangen. Ja? Ja, ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemerkt, aber ich versuche das mal immer. Ja. Also Gerd Vespermann, meine Damen und Herren, brauchen wir Ihnen nicht viel zu erzählen. Schauspieler, bekannt durch Film, Funk, Fernsehen, alles. Bugs Bunny, die Stimme, nicht wahr? Müssen wir unbedingt mal drauf zu sprechen kommen. Sag mal bitte mir zu, liebe Bugs Bunny. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Und der Gerd hat ja auch viele Hobbys, spielt gerne Klavier. Ja, ich spiele ab, ja, jetzt lange nicht, weil ich lange keins hatte. Ja. Nicht zu Hause keins, oder? Ja, ich hatte ein Gastspiel in Hamburg und da war kein Klavier. Entschuldigung, ich kann nicht immer mit dem Klavier reisen. Nur der Mensch. Ich habe aber auch gehört, du kochst sehr gerne, ist das wahr? Ja, ich koche ganz gerne. Was ist denn so dein Lieblingsgericht, dein Lieblingsrezept? Habe ich eigentlich keins. Ich gehe über den Viktualienmarkt in München, oder überhaupt gerne, ich gehe gerne auf den Markt, weil die Leute da so aufgeschlossen sind und so natürlich. Also, naja, in Berlin gibt es ja die wunderbare Geschichte von der, die sagt, ich möchte gerne... Deutsche Tomaten, haben Sie deutsche Tomaten? Ja, sagt die Marktfrau, natürlich deutsche Tomaten. Aber ganz bestimmt nicht aus Spanien oder etwa Italien oder aus der Richtung. Sagt die Marktfrau, wollen Sie sie essen oder wollen Sie mit Ihnen unterhalten? Das ist wirklich typisch. Gibt es denn etwas, was du überhaupt nicht gerne isst, was du nicht magst? Ein Gericht, was du verabscheust, wenn das vor dir steht, gehst du sofort wieder? Ja, es gibt, das habe ich in meiner Jugend gegessen, Klippfisch. Das ist ein norwegisches Trockengericht. Trockene Fische, die hasst. Das finde ich trockene Fische, ja, du hörst ja auch nicht besonders delikat an. Klingt auch schon furchtbar. An, ne? Ja, Klippfisch. Aber sonst esse ich gerne, daher der Name Vespermann. Ja. Ah ja. Das ist ja.
Auch einer der Gründe, warum ich so dick bin. Das ja, ist ja, ja. Ja, nee, ist klar. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, wie dick du bist und wie dick ich bin. Nee? Mein lieber Gerd, du stammst ja aus einer. Wir sind heute in der Mehrheit, Gerd. Wir sind in der Mehrheit, du weißt es. Eine der ältesten deutschen, darf man sagen, Schauspielerfamilie. Über 200 Jahre Tradition. Oh, du hast in die Bücher geguckt. Ich habe in die Bücher geguckt. Jetzt sag mir mal schnell, wie das für dich so war als Kind. War das denn richtig irgendwie so ein Druck und Zwang oder war das direkt Blut geleckt und auf die Bühne oder wolltest du mal was anderes werden oder wie war das? Ja, also um ehrlich zu sein, für die Tradition kann ich ja nichts. Da waren die zufällig dabei. Ich komme also aus einer alten Schauspielerfamilie, da haben die immer noch gerufen, hängt die Wäsche weg, die Komödianten kommen. Ja. Das war also kein so renommierter Berufsstand. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, da kann man mit wenig Arbeit viel Geld verdienen. Aber die Theorie, dass man mit wenig Arbeit viel Geld verdienen kann, die hat sich ja auch nicht so Nein, also ich muss sogar sagen, ich arbeite ungeheuer viel, damit man, also gerade beim Theaterspielen, musst du ja 2,5 Stunden den Text wie Wasser können. Und damit ich kein Lampenfieber habe, was ich dort eigentlich selten habe. Hast du keine Malay Schmidt? Doch, ich arbeite. Du, wenn du 2,5 Monate den Text lernst, dann kann man ihn ja. Das habe ich auch gelesen. Du kannst den Text, bevor du auf die erste Probe kommst. Ja, muss man ja. Ja, das kann ich nicht verstehen. Nein, das muss man nicht. Doch, ich muss ihn ja doch lernen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass Herr Oistrach kommt, sich mit Karajan verabredet und sagt, was spielen wir denn eigentlich? Das ist doch viel zu spät, um es brillant zu machen. Das ist andere ist eine Sendung wie wir hier. Zweifelsohne. Jetzt gib mir bitte einen Rat. Wie lernst du Text? Kann ich dir genau sagen. 2 Zeilen, dann 4 Zeilen, dann die nächsten 4 Zeilen, dann 8 Zeilen. Weil Leute sagen natürlich, das könnte ich nie. Habe ich gesagt, sie können sagen, sie wollen das nie. Aber wenn sie sich hinsetzen und 6 Stunden 4 Zeilen lernen, so blöd kann ja keiner sein, dass er das nicht behält. Dazu gehöre ich auch. Das sagst du so. Ich persönlich finde es unheimlich schwierig. Du musst nur den Schweinehund überwinden. Ja, das ist es natürlich. Und es ist eine Sache von Konzentration. Aber du kannst auch in den Wald gehen, das ist der Vorteil. Man kann nee, der lieber nicht, dann kommst du nicht mehr wieder. Ja, das ist... da hätte ich Schwierigkeiten mit. Wieso? Das weiß doch mein Frau von Sinn nie. Aber du, wenn sie in dem Kostüm kommt, da überfällt sie keiner. Aber das will ich aber auch schwer. Wie haben Sie das gemeint, Hugo? Ja, ich komme aus dem Wald nicht mehr zu. Naja, bei Ihnen habe ich... Von wem? Wie man es hereinruft? Oder nee, was? Also bei Ihnen habe ich keine Angst, weil so wie es hell wird, bringen die Sie sowieso wieder zurück. Ah! Haben Sie das gehört? Das war einer der ersten Sprüche, die mein Comic-Zentrum treffen, Hugo Egon. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Gerd, was mich jetzt mal abschließend interessiert, ist, erzähl uns doch mal die Geschichte, wie du deine Frau kennengelernt hast. Das möchte ich gerne noch wissen am Schluss von dir. Ach ja, ist schon Schluss? Nee, ich meine... Das war eigentlich hübsch. Ich ging in der Bundesallee spazieren, auf der rechten Seite. In Berlin. Und gegenüber war eine Ampel in der Richtung, Lietzenburger Straße. Und da war ein roter VW, Cabrio, und ein nettes Mädchen, junge Frau, guckte sich so ein bisschen lustig um. Und ich ging in die Richtung, war 6-spurig, nicht? Immerhin der Verkehr. Die stand ja gerade, da ist gerade rot geworden. Und dann habe ich gedacht, die siehst du nie wieder. Da musst du jetzt mal auf die Tube drücken. Und bin also über diese 6-spurige, immerhin fast Autobahn gespurtet und saß neben ihr auf der anderen Seite und sagte, können Sie mich um die Ecke bringen? Und das fand sie lustig und dann sind wir jetzt schon seit einem Jahr verheiratet. Ja. Wer weiß, ohne die rote Ampel wäre ich vielleicht noch verheiratet. Das können wir stundenlang weiter mit Wir müssen Torben sammeln. Gerd, pass auf. Es gibt viele Sprichwörter in unserem Lande, eine ganze Menge, die an sich immer sehr einfach und klar sind. Die kann man aber auch anders ausdrücken. Das wollen wir jetzt mal versuchen. 3 haben wir an der Zahl. Ich fange mal an und du sagst mir, um welches Sprichwort es sich handelt. Wenn du 2 richtig machst, kriegen wir eine Torte. Pass auf. In den Nachtstunden weisen sämtliche Vertreter der Raubtiersäugegattus Felis catus eine mehr oder weniger ausgeprägte anthrazitfarbene Tönung des Felles auf. Ja, das ist nicht so schwer, selbst für mich. In der Nacht sind alle Katzen grau. Richtig, absolut korrekt. Erster Punkt. Nummer 2. Es hat noch kein Könner eines handwerklichen Gewerbes unter Berücksichtigung der Gravitation die Atmosphäre in Richtung Erdboden verlassen. Es hat noch... Also ruhig da hinten, sonst lasse ich den Dampfer räumen, ja? Gravitation ist Schwere, Gewerbes. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, genau, 2:0.
Drittens, konfrontiert mit Nahrungsmitteln, welche außerhalb seines Erfahrungsbereichs liegen, verweigert der Agrarökonom den oralen Kontakt mit diesem. Haben Sie das kapiert? Ich mach's gern nochmal. Also, ja, mach noch. Nochmal, also konfrontiert mit Nahrungsmitteln, welche außerhalb seines Erfahrungsbereichs liegen, verweigert der Agrarökonom den oralen Kontakt. Agrar ist Bauer. Mit diesem Bauer. Was er wohl nicht kennt, das fährt er nicht. Genau so. 3:0. Hervorragend. Und die nächste Torte ist da, meine Damen und Herren. Bitte schön. So. So, Frau von Sinn muss aufstehen. Falls es mein Kleid zulässt, bewege ich mich jetzt mit dir Richtung. Ja. Wie war das mit der Gravitation und dem Erdboden? Gehen Sie mal vor, das ist Knicke. Treppe runter muss der Mann immer vorgehen, damit die Frau ihn nicht mitreißen kann, wenn sie hinfährt. So, Gerd, komm, bleib doch hier einfach gleich hier vorne, gleich hier in der Mitte stehen. Es geht um unsere Charade. Meine Damen und Herren, hier im Studio, Sie können jetzt mitraten. Drei Sachen wird uns der Gerd Vespermann pantomimisch jetzt darstellen. Wenn Sie zwei erkennen, innerhalb von 30 Sekunden kriegen wir eine Torte. Es handelt sich aber um mehrere Sparten. Es kann die Sparte Film sein, Fernsehen sein, Buch sein oder Lied sein. Wir sind es nämlich satt. Weil es bis jetzt immer so schnell erraten wird, möchten wir es jetzt erschweren. Das heißt, du musst pantomimisch unseren Zuschauern hier vorher erst mal sagen, ob es Fernsehen ist, Film, ein Buch, ein Lied, ne? Ja, ja, sowas, ne? Ne? Ist klar. Liebler, entschuldige bitte, ich bin hier so ein bisschen, ne? Ich stelle mich einfach so hinter dich. Ja, so ist gut. So, meine Damen und Herren, zu Hause. Sie können jetzt gerne wieder mitraten. Ich gehe jetzt wieder an meinen Gong. Wenn ich einmal Gong mache, schließen Sie die Augen, dann blenden wir das ein, falls Sie mitraten wollen. Beim zweiten Gong können Sie die Augen wieder aufmachen. Ich gehe schon mal hin. Habe einen wahnsinnig neuen Klöppel, nicht wahr? So, können wir anfangen? Dann würde ich sagen, hier kommt der erste Begriff. Mein lieber Gerd, bitte sehr. Ja? Ist auch verfilmt worden, darf ich dazu sagen. Gehe ich mal von aus. Jetzt schwimmt er, woher Geld? Schatz und Silber. Schatz und Silber. Ja, hervorragend. Ich weiß nicht, ob Sie es zu Hause auch gehört haben, aber die Dame hat es gesagt, Schatz im Silbersee. Gut, dann kommen wir zum zweiten Begriff, meine Damen und Herren. Wenn Sie zu Hause nicht raten wollen. Achtung, Augen zu. Ja, der Gast lacht, ich hatte es ihm schon gezeigt. Ja, dann mach mal. 30 Sekunden. Oh Gott, Herr Pfarrer! Oh Gott, Herr Pfarrer! Hervorragend! Macht Spaß. Also ich weiß nicht. Ja, ist schön, dass es dir Spaß hat. Mir macht es auch Spaß. Also irgendwie hätten wir bei dir wahrscheinlich mit einem 5-Sekunden-Zeitraum machen müssen, weil das ist einfach doch die 200 Jahre Schauspieler. Danke, ja. Die sind dir doch im Blut. Ja. Herr Bauder. Aber man sieht es mir nicht an. Ich bin so weit, meine Damen und Herren zu Hause. Passen Sie auf, jetzt kommt der dritte. Ach so. Scheiße, jetzt noch nicht. Da kannst du dir schon nichts überlegen. Das ist jetzt aufgepasst. Lied. Komm auf die Schaukel, Luise, da war's. Die Dame hat's gesagt. Klang das ganz laut nochmal. Lieber Gerd. Es ist einfach zu leicht, Frau von Sinn. Ich kann das nicht. Das muss mir mal jemand erklären, dieses Phänomen, weil ich meine, selbst schaukeln. Nächstes Mal nehmen wir ein japanisches Volkslied. Oh, Yoko, Mayo, Hayo, Homa. Ist ja wirklich wahr? Das ist eine gute Idee, verraten Sie es nicht. Machen wir in der übernächsten Sendung. Na, cool. So, nächste Torte, meine Damen. Die nächste Torte, ja. Soll ich Ihnen wieder die Schleppe schleppen, ja? Kommen Sie her.
Das ist ein Theater mit dir. Also ja, vielen lieben Dank, Herr Egon. Vielen lieben Dank. Jedes Mal hat sie was anderes. Jetzt diese Dings da hier. Wie sieht es aus? Ja, sieht gut aus, ja. Ja, so. Danke. Gerd Vespermann ist ein Meister der Schüttelreime, darf ich mal voraussetzen. Du bist mit Schüttelreimen groß geworden. Ja, ja, mein Vater hatte viele drauf, aber die kann ich alle nicht erzählen. Kannst du nicht, schade. Gib dir mal ein Beispiel. Waren die so schweinig oder warum? Ja. Ja? Schade. Ja, ich habe ja schon gehört, wie du deinen Namen immer zu buchstabieren pflegst. Ne? Aber das verraten wir hier ja nicht. Das sagen wir nicht. Dass du alles weißt. Weil ich alles weiß. Ja, das hat der Rainer verraten, unser Regisseur. So, wir haben jetzt 5 Schüttelreime. Wenn du 3 richtig machst, kriegen wir eine Torte. Ich gebe dir mal ein Beispiel, obwohl ich es ja gar nicht muss. Das Weinglas in der Hand der Nonne wippte, als sie den Rebensaft mit Wonne nippte. Das wäre ein Schüttelreim, nicht wahr? Ist klar. Frau von Sinn fängt an. Als Waldi an den Latten roch, entdeckte er das Rattenloch. Rattenloch. Normal. Also wenn Sie schon vorsagen, dann richtig, Mensch, Skin, sonst hat es ja keinen Sinn. Wie, was haben Sie denn vorgesagt? Rottenlach. Grottenäulen. Zweitens 1-0 für dich. Die verschlossene Kellertür bremst des Kellners Tellerkür. Tellerkür, genau. Das habe ich aber selten gesehen. Das ist ja richtig gut, oder? 2-0, mein Gott. Ich sehe die nächste Torte schon auf uns zukommen, lieber Herr Balder. Ja, ja. Das Geräusch, das Löwen machen, klingt anders als ein Möwenlachen. Vielen Dank. Muss ja nur die Buchstaben. 2-0, richtig. Ist das schwer? Ist nicht schwer. Und? Also die Torte haben wir schon. Ich hab noch eine vierte. Lasst mich vom Wal den Trane süffeln, doch geht mir weg mit Sahnetrüffeln. Richtig, 4-0. Sind wir zu kurz in der Zeit? Bitte? Sind wir zu kurz in der Zeit? Nein, nein. Ich hab noch ein Lied. Zu kurz in der Nacht? Was hast du? Einen Schüttelreim haben wir noch. Es ist noch ein Schüttelreim. Frau Noah sah Herrn Noah backen, fragt, gibt's etwa wieder? Bohrnacken. Bohrnacken. Jawohl, richtig. Ja, schade. Das ist. Also, ich würde vorschlagen, der Gerzler, der hat noch ein Lied. Erstmal kriegen wir unsere vierte Torte, meine Damen und Herren. Da ist es. Das kann ja heiter werden, so viel Torten auf einmal. Du hattest ein Lied, ja? Kann man sich das aussuchen, das Mädchen oder die Torte? Nein, das haben schon mehrere Herren vor dir versucht. Das kann man sich hier nicht aussuchen. Was hast du eben vom Lied erzählt, sag mal? Nein, ich dachte nur wissend, weil es so schnell ging. Ja. Kaum zu glauben, dass ich das Abitur nicht bestanden habe, nicht? Was ich alles wusste. Bohrnacken, aber Bohrnacken war nicht gefragt im Abitur. Nee? Ist das wahr mit dem Abitur oder erzählst du jetzt Kamine? Nein, ich habe kein Abitur. Ich habe kein Abitur. Aber hast du es versucht? Nee, auch nicht. Dann kann man doch nicht sagen, du hast es nicht bestanden. Mein Vater war so klug, der hat gesagt, du wirst doch nie studieren. Genieß dein Leben noch ein bisschen, bin ich mit 14 abgegangen von der Schule. Finde ich fabler von meinem Vater. Dann hat er gesagt, da gab es also, wie gesagt, so süße Außenaufnahmen vom Film. Und dann hat er gesagt, war ich so 12, 13, du pass mal auf, in 3 Wochen fangen die Außenaufnahmen an. Ab nächste Woche kannst du schon immer sagen, ich habe solche Kopfschmerzen. Und dann haben die Lehrer gesagt, wenn ich dann gefehlt habe, ja, der hat sich schon die ganze Zeit nicht wohlgefühlt. Das war eigentlich eine ganz gute Schauspielschule, die mein Vater mir da mitgegeben hat. Praktisch, ja. Ich habe jetzt auch solche Kopfschmerzen. Kann ich nach Hause? Nee, du musst dann. Schatz, ich fürchte, Sie müssten ins Publikum, ne? Zu wenig. Herr Balder. Nee, jetzt machen wir erstmal ein kleines Schwämmchen. Ach, kommt das Schwämmchen ja wieder. Da kann ich mich ja bequemen. Schwampf, mit dem Frau von Sinn mich vorhin versucht hat reinzulegen. Versucht hat. Ich habe es geschafft. Aber mit unlauteren Mitteln. Mehrere Fragen. Erste Frage mit Schwampf antworten. Zweite Frage die Antwort geben, die zu der ersten hätte kommen müssen. Dritte Frage die Antwort auf die zweite Frage geben. Ist ein Konzentrationsspiel. Ja, bitte absolute Ruhe, meine Damen und Herren, wie im Zirkus jetzt, nicht wahr? Es geht los. Der Bundesinnenminister heißt Friedrich Schwampf. Anderes Wort für Kaminkehrer? Zimmermann. Welchen Beruf hat Sascha Hehn? Schornsteinfeger. Ein Operettenlied heißt Ich bin nur ein armer Schauspieler. Anderes Wort für Großvater? Wandergesell. Welchen Spitznamen hat deine Frau für dich? Opa. Ja,
Da klatscht ihr. Schön merken, schön merken, schön merken alles, ne? Der neue amerikanische Präsident heißt George Pokase. Köstlich, köstlich. Adam und Eva lebten im... Busch. Und anderes Wort für erogene Zonen? Paradies. Jawohl, David hat das, davor. Das ist vielleicht ganz leicht. Wunderbar. Das ist vielleicht ganz leicht. So, während mein Kollege Balder nun im Publikum 5 Wörter sammeln muss, werde ich mit unseren Puckhasen ein bisschen Wasser trinken, ne? Ja, machen Sie das mal, ja. So, da bin ich. Ich finde das nett, dass die Requisite den Filzschreiber heute festgeklebt hat am Tisch. Der wird immer geklaut, neuerdings, Mensch. Das ist Wahnsinn. Darf ich mal Ihren Vornamen wissen? Marlies. Marlies. Mit M? M. Ja, sonst wird es ja Narlies heißen. Ja, das wäre ja albern, ne? Marlies. Ich schreibe mal Marlies auf. Marlies, Marlies finde ich sehr schön. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen, also während ich schreibe, noch irgendwie ein saudämliches Wort einfällt, dann überlegen Sie sich das schon mal. Dann können Sie mir das jetzt gleich sagen. Kartoffelpuffer. Ach, Kartoffelpuffer hatten wir doch schon mal so oft, Menschenskind. Bitte? Ist ja langsam. Aber, bitte? Hasenpfeffer. Sie sind ein... Das gehört. Hasenpfeffer. Moment, das muss ich... Das ist ein etwas längeres Wort, Frau von Sinn. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich hoffe, Sie schreiben deutlich, Herr Bauer. Ich versuche das doch die ganze Zeit, nicht wahr? Aber so, wenn ich Hasenpfeffer nicht lesen kann, nehme ich Puckhase. Schmusebär? Oh ja, Schmusebär, welches Kind ist immer so ange... Bitte? Schnecke. Ulknudel. Ja! Also, das, Ulk, wollen wir Ulknudel nehmen? Nehmen Sie lieber Knoblauchzehe. Das ist mir lieber. Knoblauchzehe ist mir lieber. Knoblauch, mein Gott, ist das ein langes Wort. Zehe. Sehe, ich habe die ganze letzte Woche Knoblauch gegessen. Wissen Sie, wie ich mich gefühlt habe? Einsam. Was haben Sie eben gesagt? Was hat sie gesagt? Man riecht. Man riecht. Dann mal. Also ich persönlich esse sehr gerne Knoblauch. Da habe ich immer einen freien Platz an der Theke. Ne? Ja. Sagen Sie, nennen Sie mir doch mal einen berühmten deutschen Schlagersänger. Nicht so, Schlagersänger. Hau ab, Carpendale. Der ist aber so lang, der Name. Haben Sie nicht einen kürzeren? Rainer Bertram. Was? Heino. Kaiser. Heino, ich nehme mal Heino, den hat man lange nicht mehr. Heino ist doch schön, es klingt wie Heinun. So, ich hab noch einen. Wenn Sie vielleicht noch irgendwie ein dusseliges Wort hätten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Strapsen nehme ich nicht, das hatten wir schon so oft. Bitte? Moderator. Knoblauchbalder. Sie sind, gehen gleich raus, ja? Knoblauchbalder, sagt die zu mir. Also das ist ja... ich mein, ich bin so frech, ja? Sagen Sie mal, sind Sie verheiratet? Nein. Das wundert mich nicht, ja. Mein lieber Herr Balder, halten Sie sich päcklich. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich bin jetzt auf der Seite von der Dame. So, wir kommen also, im Club. Also ich habe jetzt das schöne Wort gehört, Pumpernickel, das nehme ich jetzt. Mein Gott, wie viele Pappen haben Sie da eigentlich, Herr Balder? Ich habe 5, die sind jetzt fertig. Ich, ja, ich bin jetzt soweit. 7. Sagen Sie, können Sie mir den Deckel mal zumachen? So. Jetzt wird er auch noch unanständig. Kleben Sie ihn bitte wieder fest, Dankeschön. Können Sie mir den Deckel mal zumachen? Knoblauchbalder, ist es bald gut? Sagen Sie mal, Frau von Sinn, sind Sie trotz Ihrer Leibesfülle in der Lage, die Stoppuhr zu bedienen? Oder wirft das Probleme auf? Es wirft Probleme auf, sie ist zu weit weg, aber war sie es. Auch vielen Dank, lieber Gert. Ist alles in Ordnung? Also ja. Ich werde Ihnen jetzt einen Witz erzählen, meine Damen und Herren. Frau von Sinn wird mitstoppen, nicht wahr? Wie war denn der noch? Moment. Jetzt weiß ich ihn wieder. Ja. Also es geht ja los, Frau Witzel. Ja. Fangen Sie an. Gut. Geht das, ja? Ja. Helmut Kohl, meine Damen und Herren, Dr. Helmut Kohl, muss ich sagen, Bundeskanzler, kommt zu einem Hautarzt und sagt, Herr Doktor, Sie kennen Herrn Gorbatschow, der hat hier oben so ein Dings, nicht wahr? Ich möchte das Gleiche. Sagt der Hautarzt, sagen Sie mal, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin ja dazu da, um so eine Sachen wegzumachen. Sie, nee, sagt der Bundeskanzler Kohl, ich möchte das Gleiche, was der Gorbatschow hat. Also der Hautarzt versteht überhaupt nichts mehr und bequemt sich zu der Frage, warum denn, sagt der Helmut Kohl. Ja, wissen Sie, ist es nämlich so, ich war in Moskau beim Gorbatschow, wir haben da konferiert,
den ganzen Tag über, es ging auch ziemlich lange, bis abends um 7. Dann hat er mich noch auf ein Gläschen in seine Datscha eingeladen. Ich, das wurde halt ein bisschen später, wie das so ist. Der Wodka floss reichlich. Und so gegen 1 Uhr nachts bin ich dann mit ihm auf die Terrasse gegangen. Und er hat mich in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, Helmut, hat er gesagt, Helmut, du bist wirklich ein netter Kerl, du bist wirklich ein guter Freund. Nur hier oben, da fehlt dir was. Ja. So. Haben wir wieder sehr geschadet, nicht? Das ist ja krass. So. Ja, ja. Also, mein lieber Knoblauchbalder, Sie haben 55 Sekunden gebraucht. Ich hätte somit also 1 Minute und 25 Zeit. Sehe ich das richtig? 1 Minute 25. Gerd, du hast diese wunderschönen Wörter. Ja. Wann immer du eins hochhalten möchtest, dann muss Frau von Sinnen dieses Wort ad hoc unterbringen. Wenn du sie bitte richtig schön auch in die Kamera, damit die Zuschauer zu Hause das dann auch sehen. Nicht wahr? Also Frau von Sinnen, wenn sie soweit, bist du fertig, Gerd? Muss ich dann irgendwie Halt sagen oder wie? Nee, du hältst einfach, wann du möchtest. Gut. Nur pass auf, dass der Wann Witz du meinst, dass ich ein Wort in diesen Witz einbauen soll, hältst du es hoch und danach kannst du die Pappe irgendwo hinwerfen. Jedes Wort nur einmal. Ja, ja. Ich trinke vorher noch ein Schlückchen. Ja, das machen wir. 1 Minute, 25 Sekunden und es geht los. Ich beginne. Helmut Kohl, unser Herr Bundeskanzler, kommt zum Hautarzt und sagt zu dem Hautarzt, guten Tag, mein lieber Herr Doktor, mein Name ist Helmut Kohl, Sie kennen mich vielleicht, ich kriege keine Pappe, also fange ich direkt an und sage, nein, Sie brauchen mich nicht Marlies zu nennen. Dankeschön. Mein Name ist also doch immer noch Helmut Kohl. Ich bin der Bundeskanzler und Sie sehen ja hier meinen erhöhten Haaransatz. Und da hätte ich gerne auch so ein pfiffiges Blutschwämmchen, wie der Gaubi da oben hat. Ne? Wissen Sie doch, Hammer und Sichel, kennen Sie doch. Nein, nicht so eine Brille und so eine Perücke wie Heino. Ich möchte lieber so ein Blut, so was der Gorbatschow da oben hat. Da sagt der Hautarzt, mein lieber Herr Bundeskanzler, also bei allem Respekt, also ich bin eigentlich dazu da, dass ich solche Sachen wegmache. Ich kann Ihnen das doch jetzt nicht da irgendwie dahin tätowieren. Ja, sagt der Helmut, das müssen Sie aber machen. Wissen Sie, ich war mit dem Gorbatschow, war ich in Moskau und wir haben konferiert. Da jabet viel Pumpernickel, da jabet Kaviar, da jabet Champagner. Ja, sie hat konferiert, abends floss der Wodka in Strömen. Da sind wir bei seiner Datscha da draußen auf die Dachterrasse gegangen. Und da hat der Michael mich in die Arme genommen und hat zu mir gesagt, mein lieber Helmut, mein lieber Helmut, du alte Knoblauchzehe. Ich habe schon mal jemanden in Köln kennengelernt, der war auch so nach Knoblauch, der hieß Hugo Egon Balder. Aber du bist echt ein dufter Kumpel. Mit dir würde ich gerne den Hasen aus dem Pfeffer holen. Aber du hast ein Problem. Hier oben, da fehlt dir was. Ja. Also jetzt habe ich es aber leider nicht geschafft, Knoblauchbalder. Ich habe 1 Minute 40. Ja, wir haben auch ein Problem, Frau von Sinn. Nicht, wenn Sie nicht so lange gesabbelt hätten, wären alle noch young, nicht? Ja, tut mir leid. Ja. Ich wollte ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen. Ja, nicht? Jetzt habe ich meinen Zacken aus der Krone. Mir ist ein Zacken verflüchtig. Ich hole Ihnen mal den Zacken wieder und währenddessen kriegen wir eine Torte. Ne? Bitte schön. Vielen lieben Dank. Gleich geht's weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich nun aufrichtig über 6 junge und sehr erfolgreiche Kollegen aus Münster, mit denen ich zusammen auch eine kleine Karriere starten durfte. Bitte gute Unterhaltung mit unseren 6 Zylindern. Ja. Langsam bis zur Ekstase steigern. Ja, wo sind denn die kleinen Schnipperchen? Lollipop, Lollipop und Lolli, 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 Lollipop, Lollipop und 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 Lolli. Meine Damen und Herren, die 6 Zylinder! Bravo, bravo, bravo! Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Hervorragend. So, jetzt geht ein Tässchen Bouillon trinken auf unser Wohl. Wunderschön.
Ich bin sicher, wir sehen uns noch einmal wieder. Dankeschön, komm gut nach Hause. So, jetzt ist er da. Lieber Gacht, es geht um das letzte, alles entscheidende Spiel. Ja. Falls ich da hinkomme. Falls, ja. So. Wir haben unser Requisitenspiel. Hast du eigentlich unsere Sendung schon mal gesehen? Ja, in Hamburg über Kabelfernsehen. Ist das wahr? Ja. Dann kennst du das Spiel ja. Ich kenn das Spiel. Ich hab damals schon bewundert, wie die das alle sich behalten. Ja, das musst du jetzt leider auch können. Ist doch wahr, ist doch schwer. Das ist die Schadenfreude, die Ratibese, nicht? Das ist schwer, ja. Also wir haben 10 Fächer mit 10 Requisiten. Ich lese gleich eine Geschichte vor, in der eine bestimmte Anzahl dieser Requisiten auftauchen wird. Ich sage nicht, wie viel. Es reicht, wenn du die Hälfte der Requisiten, die vorkommen, richtig machst, dann ist es schon... Dann entscheidet sich ja jetzt auch, ob A, wir noch eine Torte kriegen, ob B, die dann auch alle fliegen. Das ist ja jetzt wichtig. Was zahlst du, wenn ich es nicht weiß? Also wenn du es nicht kannst, mein lieber Gerd, bin ich dir persönlich sehr dankbar, dann fliegen die Torten nämlich nicht. Ja, das ist ja nicht schlecht. Dann kann ich so, wie ich bin, in die Garderobe gehen und muss nicht duschen, ne? Ja, duschen musst du sowieso. Du musst nicht. Immer Knoblauchpowder, ne? Also. Okay. Also ich fange mal an. Fang mal oben an, ja? Hier oben haben wir eine Perücke. Flossen, ein Ostfriesen-Nerz, eine Mausefalle und ganz unten ist eine schwarze Maske für die Augen. Mhm. Ja? So, mach ich mal hier unten weiter. Es ist so eine riesengroße Brille. Ja. Pflaster. Mhm. Nicht, was die Pflastermaler so haben. Pflaster. Mickey-Mäuse, nicht so kleine. Mäuse. So ein Helm. Wikingerhelm. Zwei Spitzen. Wikingerhelm mit zwei Spitzen, ja. Und das hier oben, muss ich mal zeigen, ist eine Uhr. Ne? Mhm. Nicht wahr? Ich begebe mich jetzt ans Pianoforte und immer wenn ich oben so ein Tremolo mache, dann heißt es, ein Requisit ist fällig. Frau von Sinn liest die Geschichte vor, das Ganze läuft ab wie ein Stummfilm. Wenn du ein bisschen mitspielst, wär's nett. Mhm. Wir geben dir jetzt 10 Sekunden, sie dir zu merken. Mein lieber Gerd, das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob du das damals in Hamburg schon gesehen hast, weil wir hatten früher mal andere Schränke. Da lagen die Requisiten an denselben Plätzen wie jetzt. Ja, ja. In diesem Fall wird die Waffel aber rumgedreht und du hast alles spiegelverkehrt, ja? Also du musst dir alles so merken, dass die Perücke nachher da ist, der Helm ist nachher hier, der Nerz ist nachher da, die Mäuse und umgekehrt. Finde ich fies. Nee, ist ein bisschen fies. Ja, wir geben dir 15 Sekunden, um es dir noch einmal einzubringen. Alles klar? Jetzt geben wir dir 15 Sekunden, präg es dir ein. In aller Ruhe. In aller Ruhe. Na schon. Mausefalle. Na, da kann ich mir nichts einprägen, wenn ihr. Das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? Aus diesem Herz. Maske. Maske, Mäuse. Balder, wollen Sie mal wieder was Cute machen, oder? Knoblauch, Balder. Okay. Ja, jetzt habe ich auch Zeit, das Kleid noch. Aber der Rock hat ja genau die Körperform, ne? Haben Sie das jetzt gehört? Habe ich das gehört? 15 Sekunden sind um. Bert, hast du erst gemerkt? So. Oder wie geht's, Bugs Bunny? Ich würde sagen, ich begebe mich ans Pforte. Ja, würde ich auch sagen, Herr Balder. Du Blauch Balder. Also dann. Den Namen hat er jetzt weg. Klasse. Vielen lieben Dank. So, es geht los. In Venedig bricht der Tag an und Jakob Neuhaus auf. Der Mann mit dem Künstlernamen Giacomo Casanova reibt sich den Strand aus den Augen und hüpft in die Kleiderkammer, um sich mit einer schwarzen Maske zu stylen. Würdest du sie bitte auch tragen, ja? So ein bisschen mitspielen wird ja wohl noch erlaubt sein. Als Komödiant da. Er verzichtet ungern auf sie, da die Kinder ihn immer für Zorro halten und um Autogramme bitten. Dazu klebt er sich ein Schönheitspflaster. Dazu stellt sich ein Schönheitspflaster auf die lüstern bebende Nase und verleiht seinem Antlitz damit diesen verwegenen Ausdruck von Freizeit und der Abend wird teurer. Aber was wäre ein echtes Rokoko ohne Perücke? Oh, geht raus!
Der Draufgänger stülpt das Prachtstück aus echtem Dackelhaar über sich. Entreißt aus den Tiefen seiner Wäschekiste den legendären Zweispitz. Und springt zum Klavier und spielt. Mein Hut, der hat zwei Spitzen. Zwei Spitzen hat mein Hut. Und hält er nicht zwei Spitzen, dann wäre es nicht mein Hut. Denkt Casanova und steckt sich ein paar Mäuse in die Tasche. Mäuse. Die er unterwegs zu melken gedenkt. Na, das geht ja wieder am Schnürchen hier. Aber was nun tun mit dem angebrochenen Vormittag? Während seine Gedanken oder was er dafür hält, um die Planung kreisen, streift er sich einen Nerzmantel über. Geschossenen Friesen hatte anfertigen lassen und macht sich auf die Suche nach einer schönen Frau, um sich mit seiner 6483. Eroberung brüsten zu können. Also mein lieber Gerd, du hast jetzt was von Majestix, wenn ich das mal so sagen darf. Wir gehen jetzt alle Misteln schneiden gleich. Also es ist hervorragend. Hübsche Idee, Hugo Egon. Das war schön bei euch. Ja, ist fertig. Der schönste Teil kommt ja erst. Klar. Nee? Es hat was, ja. Ja. Gerd. Ja? Gerd, möchtest du, dass Jana aufbehalten? Ja. Ja? Ja. Ich möchte unerkannt aus dieser Sendung gehen. Also, ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hand vor meinem Gesicht. Sieben. So. Du kennst das mit dem Gänsebewerter. Ja. 7 Torten haben wir bis jetzt und dieses Requisit. Also, mein lieber Hugo Egon, ich bin nicht bereit, das mitzumachen. Sehen Sie, was alles auf diesen Torten drauf ist? Ja, das macht ja nichts. Unter anderem einen Mohrenkopf. Ich werde mir doch nicht auch noch einen Mohrenkopf zuerst ins Gesicht ballern lassen. Nee, dann geben Sie mir einen Teufel werde ich tun. Bitte schön. Ist jetzt verschenkt zu dem Mohrenkopf. Wir kriegen erstmal unsere letzte Torte, meine Damen und Herren. Bitte schön, da ist sie. Wer weiß, was da ist. Liebe Regine, bring uns doch bitte direkt das Mikro. Sei so lieb. Vielen lieben Dank. Frau von Sinn, wir hatten ja schon manchmal sehr viele Torten. Aber 8 Torten. Hatten wir so eher noch nie. Das ist die Krönung. Und die Kollegen von dem Special Effects, die diese Tochter so schön mit dem Mohrenkopf verziert haben, die mögen mir verzeihen, aber ich kriege ja schließlich ins Gesicht. Ja, oder nicht? Ich gebe dir dieses Mikrofon. Ja. Erstmal ein Dankeschön an dich, dass du bei uns warst. Ich danke, es hat sehr großen Spaß gemacht. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Das ist schön. Richtig hervorragend. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Und jetzt geht's los. Sucht ihr ab, Leute. In 14 Tagen sind wir wieder da, meine Damen und Herren. Servus. Tschüss. Eva, hätten Sie vielleicht Lust, bei diesem Ironspiel mitzumachen? Ich schiele etwas. Können wir jetzt? Ja. Gut. 8 hintereinander. Ja. 2. Sie mochten den Hugo Egon so gerne, nicht? Ja. 2. Der junge Mann da hinten. Ja, das finde ich doch gut. So. Und wer mag noch? So, bitte, wenn Sie dorthin gehen. Ja. Das ist schön. Und viel Spaß wünsche ich allen Beteiligten. Moment, erst auf Kommando bitte, ja? Nicht alle gleichzeitig, ja? So, viel Spaß wünsche ich. Auf die Plätze, fertig, los!